Hänsler, schnelle Nummer. Demnächst gibt es hier in loser Reihenfolge mal sozusagen Frikadellen aus allen Herren Ländern. Wir fangen an mit Köfte aus der Türkei. Dafür habe ich jetzt hier Kreuzkümmel, circa 3 Minuten in der Pfanne bei mittlerer Hitze trocken geröstet, damit man das Ganze mehr Geschmack kriegt. Kommt das hier in so einen Mörser. Und dann wird das ein bisschen fein gerieben, fein gemörsert. Das sieht gut aus. Jetzt, natürlich nicht alles, ne? So, den Rest bewahren wir auf. Haben wir hier unsere Hackmasse. Lamm geht natürlich, geht aber auch mit Rind. Wir haben jetzt hier Rind. Gewürzt mit ein bisschen Chili. Scheiße. Chili. Wollen wir rein? Lass mal laufen, ich schneide mir zurecht. Paprikapulver. Ordentliche Prise Salz. Und einen Schuss Olivenöl. Und top, noch frisch geriebenen Knoblauch. Auf jeden Fall brauchen wir Zwiebelwürfel, schön feine, direkt dazu. Und zum Schluss noch gehackte Blattpetersilie dazugeben. Und das wird jetzt alles miteinander vermengt. Jetzt wird das Ganze in Form gebracht. Ihr seht selber, nicht wie eine klassische Frikadelle, sondern eher so ein bisschen flach, oval. Und was man jetzt machen kann, wenn man ganz sicher gehen will, haut man die Dinger nochmal in den Kühlschrank, dass sie ein bisschen fest werden zum Braten. Aber wir trauen uns das so. Also ab in die Pfanne mit euch. Guck mal hier, da sind sie in der Pfanne. Beide Seiten rösten, dass richtig Geschmack entsteht. Und jetzt kümmern wir uns um einen kleinen Gurkendip. Für den Gurkendip eine Gurke mit Schale über die grobe Reibe hobeln. Eine Knoblauchzehe über die feine Seite der Reibe hobeln bzw. reiben. Jetzt eine ordentliche Prise Salz dran. Bisschen durchmischen. Und jetzt kurz ziehen lassen, dass das Wasser ein bisschen das Wasser rauszieht und währenddessen unsere Köfte drehen. Komm her! Wuhu! Knappe 10 Minuten. Ach, guck mal hier, da sieht man schon, da läuft der Saft schon raus. Einfach auf dem Sieb. Dann drücken wir es aus. Das will ich jetzt kräftig, weil gleich kommt da wieder Joghurt dran. So. Geht schon in die Tzatziki-Tschatschik-Richtung, ne? So, schön ausdrücken. Kann natürlich aus dem Tuch machen, aber nehmen wir es heute mal hier im Sieb. Dann zurück. Dann dazu entweder türkischen oder griechischen Joghurt. Vermengen. Kommt mal, das sieht ja schon geil aus. Nochmal eine Prise Salz, bisschen Pfeffer, ready to go. Habe jetzt doch noch ein bisschen Joghurt nachgelegt und auch noch einen Schuss Olivenöl. Jetzt ist aber wirklich fertig. Frisch aufgebackenes Fladenbrot, aufgeschnitten. Unseren Gurkendip rein. Und jetzt hier die Köfte, kannst du mal in der Pfanne zeigen. Haben jetzt insgesamt hier so knapp 12 Minuten unter ständigen Wänden gebraten. Die kommen jetzt hier rein. Und dann sage ich, guten Appetit. Ach, zum Glück ist Knoblauch gesund. Boah, das ist ja richtig, ne? Heimatküche, da kommt richtig was. Boah, richtig Geschmack. Schön. Hier ist die Einkaufsliste. Happy Day. Und die Einkaufsliste für Köfte für 2 Personen braucht ihr 400 Gramm Rinderhack, 2 Knoblauchzehen, eine halbe weiße Zwiebel, 1 Bund glatte Petersilie, Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, Teelöffel Chilipulver, Teelöffel Paprikapulver, Salz, Pfeffer, 5 Esslöffel Olivenöl, 100, eine halbe Gurke, 150 Gramm Joghurt und ein bisschen Fladenbrot. Guten Appetit! Das war Hänsler Schnelle Nummer. Noch mehr Infos zu Hänsler Schnelle Nummer findet ihr auf hänslers-schnelle-nummer.de. Bis zum nächsten Mal.